Ich bin Inspektor Topolski, das hier ist Inspektor Ariel. Also zunächst muss ich Ihnen sagen, dass ich absolute Ruhe habe. Das ist ja schön zu hören. Ich bin nicht einer von diesen, Sie verstehen. Einer von diesen was verstehe ich nicht. Einer von dieser Sorte Menschen, die keine Hochachtung vor der Polizei haben. Ich hatte nie im Leben irgendwelchen Ärger mit der Polizei. In meinem ganzen Leben nicht. Keinen Ärger bis jetzt, meinen Sie. Nach den Beweisen, die wir in Ihrem Haus gefunden haben, hat Ihr Bruder, beschränkt oder nicht, unter Zwang oder nicht, genug gestanden, um ihn noch vor dem Abend zu exekutieren. Wir exekutieren gerne Schnittstellen. Spür mir bei deinem Leben, dass du diese drei Kinder nicht getötet hast. Hast du irgendwas unterschrieben? Dann kommen wir da vielleicht noch raus. Scheiß drauf, was deine Mutter und dein Vater dir und deinem Bruder angetan haben. Scheiß drauf! Was haben Sie mit meinem Bruder gemacht? Brüll hier nicht so rum! Er ist noch ein Kind! Ist er nicht. Wissen Sie, wer eins war? Andrea Jovakovic war eins. Wissen Sie, wer das ist? Nur aus der Zeitung. Nur aus der Zeitung! Was wissen Sie über sie nur aus der Zeitung? Sie war das Mädchen, das Sie in der Heide gefunden haben. Sie war das Mädchen, das Sie in der Heide gefunden haben? Wissen Sie, ob sie gestorben ist? Nein! Warum wissen Sie nicht, wie sie gestorben ist? Das stand nicht in der Zeitung. Das stand auch in der Zeitung! Wissen Sie, wer Aaron Goldberg war? Nur aus der Zeitung. Nur aus der Zeitung! Ja! Das war der Junge, den Sie auf der Höhle hinter dem jüdischen Viertel gefunden haben. Wissen Sie, wie er gestorben ist? Nein. Nein! Das stand nicht in der Zeitung. Es stand überhaupt nicht viel in der Zeitung. Über das dritte Kind stand gar nichts in der Zeitung. Ein kleines, stummes Mädchen, seit etwa 3 Tagen vermisst. Gleiche Gegend, gleiches Alter. Wo ist das dritte Kind? Haben Ihren erstgeborenen Sohn in einem Zimmer eingeschlossen, wo Sie ihn 7 Jahre lang gefoltert haben. Und ich schlage einen beschissenen Schwachkopf einmal auf den Boden. Und ich bin wie Mama und Papa. Sagt dem Suchtrupp Bescheid, er möge sich ein bisschen beeilen. Nur für den Fall, dass es ein lebendes kleines Mädchen ist, das Sie ausgraben müssen. Scheiße. Ich habe ja auch schon mal so eine kleine Geschichte geschrieben. Das war so eine Art Zusammenfassung meiner Weltsicht. Sie heißt die Geschichte vom kleinen tauben Jungen auf der großen langen Eisenbahnstrecke in China. Was? Was? Wir verbrennen 2 von euch 3. Dich, deinem Bruder oder deine Geschichte. Dann würde ich dich zuerst verbrennen lassen. Mich als zweites. Und meine Geschichte sollen sie retten. Bitte, Topolski! Ich habe meine Eltern umgebracht. Ich habe meine Eltern umgebracht. Es geht mir einfach nur auf die Nerven, dass jeder hier seine beschissene Kindheit benutzt, um sein eigenes beschissenes Verhalten zu rechtfertigen. Mein Vater, ja, war ein gewalttätiger Alkoholiker. Und bin ich deswegen ein gewalttätiger Alkoholiker? Ja, das bin ich. Aber das habe ich mir selber ausgesucht. Das gebe ich zu. Das Einzige, was Sie gegen uns in der Hand haben, ist das, was du gesagt hast. Und das Zeug, das Sie angeblich bei uns zu Hause gefunden haben. Scheiße, wieso sind wir nur so blöd? Wieso glauben wir alles, was Sie uns erzählen? Erzähl eine Geschichte, Katharina. Erzähl, ihr Kissen. Es war einmal... Ja, aber ich versuche mich zu erinnern, wie sie eigentlich anfängt. Es war einmal... Ist ja gut, Herrgott. Es war einmal... ein Mann. Der sah nicht aus wie die anderen Leute. Er war etwa 2,5 Meter groß. Ja. Mach mal dann, wie wenn der Kissmann lächelt. Also, er war komplett aus so weichen rosa Kissen gemacht. Seine Arme waren Kissen und seine Beine waren Kissen und sein Körper war ein Kissen. Seine Finger waren kleine, niedliche Kissen. Und sogar sein Kopf war ein Kissen. Ein großes, rundes Kissen.